Hallo, hier ist Donny und wie ihr sehen könnt, liege ich heute Sonntagabend so ein bisschen chillig, gammelig auf der Couch rum. Ja, mal ein bisschen was anderes, aber egal. Ich habe mir für diese Woche ein ernstes Thema ausgesucht, weil ich finde, darüber sollte auch mal gesprochen werden, über Gewalt in Beziehungen. Damit meine ich jetzt nicht die sexuelle Gewalt, die es auch durchaus gibt, sondern die häusliche Gewalt. Das heißt, physische Gewalt hauptsächlich möchte ich ansprechen. Und ja, ich finde das Thema, warum möchte ich drüber sprechen? Ich bin nicht wirklich die Schlägerin, also überhaupt nicht. Ich habe weder eine Partnerin geschlagen, noch wurde ich geschlagen. Und ich habe das aber mal im Bekanntenkreis, habe ich das mehr oder weniger auch schon mitbekommen, dass das passiert ist, dass sie ihre Partnerin geschlagen haben. Ich rede jetzt, wie gesagt, hauptsächlich nur von lesbischen Beziehungen. Gibt es auch, dass sie auch mal handgreiflich geworden sind und auch des Öfteren handgreiflich geworden sind, und das finde ich natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Ich finde, das darf nicht sein. Man sollte seine Probleme und Konflikte einfach nicht mit Gewalt lösen, oder wenn man nicht mehr weiter weiß irgendwie oder auch sich provoziert fühlt von seiner Partnerin in irgendeiner Art und Weise oder betrogen fühlt oder was auch immer. Ich finde, das gehört sich einfach nicht. Ja, gehört sich einfach nicht. Klingt jetzt so lächerlich. Ich finde es scheiße. Ne? Ich finde es scheiße, sowas macht. Ja. Gut. Aber was steckt dahinter? Man geht verständlicherweise immer davon aus, dass die Opfer in der Beziehung, also die Geschlagenen, immer das schwächere Glied von den beiden in der Beziehung sind oder ist. Aber in Wirklichkeit finde ich, dass wenn man seine Partnerin schlägt oder so, das zeigt für mich eigentlich, das heißt zeigen, es ist einfach so, es ist einfach eine ziemliche Schwäche. Und ja, wenn die Person meint, irgendwie Macht ausüben zu müssen über ihre Partnerin und so, und ist damit Gewalt zu tun, das, es zeigt eigentlich nur von Schwäche. Ich meine, das ist kein, nur weil man vielleicht gestresst ist, eine schlechte Kindheit hatte und. Und keine Ahnung, dann auf seine Partnerin loszugehen, einfach ohne Grund. Oder ohne wirklich, also wirklich ohne Grund. Weil meiner Meinung nach gibt es niemals einen Grund, seine Partnerin zu schlagen. Ich meine, okay, vielleicht um sich zur Wehr zu setzen, aber jetzt wirklich einfach, keine Ahnung, vielleicht auch durch Alkohol, Drogen und Tablettenkonsum irgendwie dann an die Decke zu gehen und dann seine Partnerin zu schlagen, das ist mehr als uncool. Und dann fragt man sich natürlich auch, wieso die Partnerin, es gibt ja viele, die das mit sich machen lassen. Klar, es ist jetzt leicht gesagt von wegen, ja, die sind ja voll dämlich, weil die das mit sich machen lassen, und wer was in der Birne hat, lässt das doch nicht mit sich machen. Ja, klingt jetzt, ist jetzt eigentlich so die einfachste Lösung oder Antwort, die man sich geben kann zu dem Thema. Aber das Ding ist, die Täterinnen, die das machen, die stellen sich dann im Nachhinein als Opfer dar. Und zwar wird es, nennen wir es emotionale Erpressung und Manipulation. Das heißt, die Täterin gibt dem Opfer die Schuld, dass sie überhaupt gewalttätig geworden ist. So nach dem Motto, ja, du hast mich ja provoziert oder du hast dies gemacht, du hast das getan, bla 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 bla. Und das schon verletzte Opfer ist natürlich dann in dem Punkt noch verletzlicher und sieht dann eher die Täterin als Opfer, und ja, das ist natürlich auch falsch, und dadurch gerät man natürlich die Partnerin gerät in einen Teufelskreis. Also es gibt viele, die sich da nicht so schnell raus befreien können, die wollen
Die glauben einfach an das Gute und denken, ja, wenn man jemanden liebt, dann muss man manchmal da durch. Oder, ja, ich habe sie ja provoziert und ich habe das auch nicht anders verdient. Ich bin der Meinung, niemand hat wirklich Gewalt verdient, schon gar nicht in Beziehungen und sowas. Und dadurch entwickelt sich einfach auch dieser Teufelskreis, dass sie immer denkt, ja, es ist meine Schuld, dass sie halt durchdreht und ich habe sie ja selber schuld, ich habe sie provoziert. Und ja, dadurch entsteht es einfach, dass es halt einfach ein Kreis ist und viele sich da auch einfach auch nicht aus der Beziehung raus befreien können. Einfach auch aus Angst, dass sie eventuell die vielleicht noch mehr antun könnten. Und ja, ich finde, wenn man geschlagen wird, man hat niemals Schuld daran. Also wenn man jetzt wirklich, ja, was muss ein Mensch Schlimmes tun, dass es dem anderen Menschen ein Recht gibt, sie zu schlagen oder sie zu misshandeln? Also meiner Meinung nach gibt es definitiv keinen Grund. Und schon gar nicht seine Partnerin oder so. Nein. Also ich finde, es hat einfach niemand das Recht, jemanden, weil denk zum Beispiel mal an das erste Grundgesetz. Die Würde eines Menschen ist unantastbar. Und ja, die Würde ist auch einfach so diese Gewalt. Damit greifst du ja auch die Würde an. Überhaupt. Also was ich euch dazu noch sagen kann, ist, egal ob ihr Täterin oder Opfer seid oder beides oder je nachdem, ist einfach sich Hilfe zu suchen. Niemand ist verflucht, andere Menschen zu schlagen oder geschlagen zu werden. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, dass ihr euch Hilfe sucht. Und wie gesagt, die Webseiten, die ich euch zeigen werde, sind auch sehr interessant und da steht auch einiges über die Gesetze drinne, wie ihr was machen könnt und wo ihr Hilfe bekommt. Und ja, also ich hoffe natürlich, dass wir, ich hoffe natürlich noch, dass wir das als Wochenthema nehmen, damit ihr euch auch mal die Meinung und Infos der anderen mal anhören könnt. Und ja, würde ich mal so sagen. Also wie gesagt, also ich denke immer noch, ich glaube immer noch ganz naiv, mehr oder weniger, naiv, realistisch, ja, irgendwie an eine gute Welt und ich denke, dass da jedem geholfen werden kann, der möchte und ja, lasst euch das nicht gefallen, auf keinen Fall und ja, gut, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Alles Weitere könnt ihr in den Seiten lesen. Es ist Sonntagabend. Ne? Sonntagabend. Ich lieg hier. Ja, okay. Also gut, ihr Lieben. Wir sehen uns nächste Woche. Und ja, nächsten Samstag ist ja schon CSD Hamburg. Ja, schön. Freue ich mich drauf. Jen Lee. Ja, warum heißt sie Jen Lee? Wisst ihr es jetzt eigentlich? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt jemand rausgefunden hat. Ja, ist interessant. Ja, gut. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche mit einem freshen neuen Wochenthema. Diese Woche war themenfrei. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, ob zu dem Thema oder über mich als Person, könnt ihr immer noch Fragen stellen, nicht? Also ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Woche, die erste Augustwoche. Für viele fängt jetzt auch neue Ausbildung an, zum Beispiel. Ich glaube ja, jetzt fangen ja die ganzen Ausbildungen an. Und ja, August bringt viel Neues, ne? Also ihr Lieben, Kussi für euch, macht's gut, ciao.